Im Ringbild 84,8 Kilogramm der Titelverteidiger aus Berlin, Ralf Rogiciani. Also 84,8 Kilogramm. Und jetzt im Ringmantel des Herrn der Ausforderer 85,0 Kilogramm, Alexander Zing aus Berlin. Und Alex Zing, den ich begrüße. Und Alex Zing ist es eigentlich, Alex Zing und seinem Freund Rolf Wagt ist es eigentlich zu verdanken, dass diese Veranstaltung überhaupt zustande kam, denn sie waren die Initiatoren dieser Veranstaltung. Dann ist eine Sportschule, die diese Sache veranstalten wollte, abgesprungen. Dann ist ein gewisser Herr Fischer aufgetaucht, der diese Veranstaltung aufziehen wollte. Die beiden haben sich aber nicht entmutigen lassen und ich würde sagen, lobenswerterweise hat also ja, Peter Kohl und Hans-Jürgen Petersen die Sache dann übernommen und sie veranstalten heute diese bestimmt nicht schlechte Boxnacht. Es soll ja hier weitergehen und das, diese Veranstaltung eine Werbung sein für die nächste Veranstaltung. Zur 9. Runde. Die 9. Runde. Ich würde sagen, jetzt muss ich wirklich was tun, wenn einer von beiden klare Vorteile erringen will. Guter Versuch von Ralf, linke gerade und der linke Aufwärtshaken von unten zum Kopf hochgezogen, allerdings ins Leere. Der Gesicht ist Ralf wieder mit der Beinarbeit, leichtfüßiger zu sein wie C. Schneller Konter, auch ins Leere. Ja, diese Aktion, mindestens zwei Schläge, wirklich führen zum Ziel bei guter Deckung. Die erste Rechte war schon hier von der Seite zu sehen. Der Kopf von Ralf schlägt zur Seite und zählt wieder zum Berserker. Der Alle steht jetzt langsam am Kopf und kommt Stimmung auf hier im Saal. Und Ralf reitet zurück, schiebt, drückt. Und sofort wieder schieben, drücken. Alex C. sollte einfach weitermachen, wo er aufgehört hat. Das Auseinanderlaufen mit dem Kopf ist also nicht sehr schön. Ja, und dann runter. Schwinger von C., der angekommen ist. Linker Haken ebenfalls und ein rechter Cross. Ich glaube, Ralf ist immer noch nicht so ganz klar. Und die Zuschauer im Chor Alex, Alex. Und der Arzt wird gerufen, hoffentlich kein Abbruch in so einer Situation. Ich weiß nicht, ob es richtig war, in einer Situation, in der C am Drücker war, zu unterbrechen. Ich würde nach der Vorteilsregel im Fußball also hier eine Chance genommen. Ich bin hier nicht beim Fußball, aber
Vorteil ist Vorteil. Ja, und Ralf hat sich wieder gefangen und die Pause jetzt. Eine sehr kritische Runde eben zum Schluss für Ralf Roscherny.